Ja, und jetzt kannst du mit den weiteren Übungen noch etwas mehr Erfahrungen sammeln. Du hast im oberen Bereich der Übung jeweils immer den Auftrag, in dem genau definiert ist, was zu tun ist. Und in den Lösungen siehst du dann auch, wie das effektiv ausschauen soll. Halte dich möglichst genau an diese Anweisungen. Ein Tipp vielleicht noch zur Interviewübung. Da empfehle ich dir jeweils die Formatierung für die Fragen und die Antworten mit dem Formatübertragen-Werkzeug, also mit diesem Pinsel, auf die darauffolgende Frage bzw. Antwort zu übertragen, damit die Gestaltung dann eben möglichst einheitlich ist und du möglichst wenig Arbeit hast dabei.